Langlaufen ist mittlerweile ein sehr beliebter Breitensport geworden. Dafür sind natürlich gut präparierte Loipen notwendig. Und wie die Technik hinter so einer Präparierung aussieht, das sieht sich Landwirt.com heute beim Langlaufzentrum Hebalm genauer an. Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Ja, ich bin der Riedl Norbert, Obmann vom Langlaufzentrum Hebalm. Wir führen seit 2015 hier herum die Loipe auf der Hebalm. Wir bieten 11,8 Kilometer Loipe an, sowohl im Klassisch- als auch im Skating-Stil. Seit 2019 haben wir einen Ausbau gemacht. Da haben wir Flutlicht und Kunstschnee, wo wir 1,8 Kilometer mit Flutlicht anbieten. Wir führen diese Loipe als Verein. Wir sind ehrenamtliche Mitarbeiter. Zum Spuren von der Loipe war damals angedacht, ein Pistengerät zu kaufen. Aber aus Kostengründen haben wir uns damals entschieden, einmal mit einer Traktorfräse zu probieren. Und der Fräse haben wir auf Landwirt.com Gebrauchtmaschinen eine zufällig gefunden. Also der große Vorteil von einer Traktorpräparierung ist auch, dass man mit einer geringen Schneemenge gleich eine gute Loipe zusammenbringt. Also mit ein paar Zentimeter Schnee haben wir schon die Grundpräparierung. Und dann haben wir ein bisschen draufgeschneit, bis die Loipe eigentlich fertig, wo es gegenüber den Pistengeräten schon ein großer Vorteil ist. Angefangen haben wir mit Traktor, mit Splitgetriebe, mit nur normalen Schneeketten. Hat schon sehr gut funktioniert. Aber mittlerweile in den letzten sechs, sieben Jahren durch die Praxis sind wir auf Stufenlos-Traktoren gekommen mit Schneeketten und Zwillingsbereifung. Die Zwillingsbereifung, da walzen wir den Schneeschirr nieder. Das Vario-Getriebe oder Stufenlos-Getriebe hat den großen Vorteil, weil du jeden Tag andere Situationen von der Schneebedingungen hast. Die Präparierung hängt sehr groß ab von der Luftfeuchtigkeit und vom Schneeverhältnis und auch von der Temperatur. Es reicht oft ein halben km/h schneller oder langsamer oder auch bei der Zapfeln bzw. Fräsdrehzahl 50 oder 100 mehr Umdrehungen und du hast schon ein viel besseres oder das ideale Loipenbild beim Fräsen. Und das kann man halt mit den Stufenlos-Traktoren viel besser einstellen. Es ist sehr wichtig, die Schnitttiefe, die Fräsgeschwindigkeit und auch die Fahrgeschwindigkeit, dass diese drei Faktoren optimal zusammenpassen. Also wenn wir in die Loipe einfahren, wir brauchen ca. 50 bis 100 Meter, bis das Gerät optimal eingestellt ist. Und dann kann man eigentlich die gesamte Loipe mit der gleichen Einstellung fahren. Also seit 2019 haben wir da Flutlicht gebaut. Und diese 1,8 Kilometer haben wir auch eine Kunstschneeerzeugung. Dieser wird dann mittels Miststreuer auf die Loipe eingebracht, weil wir gesehen haben, dieses Schneiden auf der Loipe einfach wegen dem Wind sehr schwierig ist. Jetzt schneiden wir eigentlich auf Depot und wird dann mit Traktor und Bagger geladen und ausgebracht und mittels einem 12-Wege-Schild. Das ist eigentlich, der Traktor ist mittlerweile so umgebaut, gleich wie ein Pistengerät. Und mit diesen Gerätschaften bringen wir dann den Kunstschnee auf der Loipe aus. Also aktuell sind wir jetzt gerade beim Testen einer GPS-System zum Spuren der Loipe, dass wir immer exakt auf der gleichen Spur, die klassische Spur, sowie auch die Skatespur haben. Wir sind gerade in der Testphase, ich kann da noch nicht leider mehr berichten. Wir schauen mal, das ist einfach Musik für die Zukunft. Wir präparieren seit dem vorigen Jahr mit zwei Traktoren, einfach weil wir haben eine durchschnittliche Loipenbreite von 4,5 Meter. Also wir müssen unsere 11,8 Kilometer zweimal, teilweise dreimal durchfahren. Wir fahren diese täglich durch, weil das einfach für die Langläufer ideal ist, immer in der Früh eine frisch präparierte Loipe.